Lustig, lustig, tralalala, heut ist Nikolausabend da, heut ist Nikolausabend da. Tja, und da freuen sich natürlich alle Kinder, wenn der Nikolaus so von Haus zu Haus zieht, an die Türen klopft und leckere Sachen mitbringt. Aber sagt mal, hat der Nikolaus denn überhaupt einmal gelebt? Was war das denn für ein Mann? Ja, der Nikolaus, das kann ich euch sagen, der hat wirklich gelebt. Es ist aber schon lange, sehr lange her, so etwa 1700 Jahre. Da lebte Nikolaus als Bischof, also als heiliger Mann, in Myra. Myra, das liegt in der heutigen Türkei am Meer. Ja, und der Nikolaus als Bischof war ein guter Mann. Wenn die Leute Not hatten, dann gingen sie zu ihm hin und Nikolaus half ihnen, wo er nur konnte. Eines Tages, da gab es eine große Hungersnot. Und ihr erinnert euch, im letzten Sommer, da war es auch so, es war sehr heiß, es war sehr trocken, kaum etwas wuchs, wenig Regen. Und so war es damals in Myra auch. Und die Leute litten große Not, weil sie hatten kein Getreide mehr, sie konnten kein Brot backen und was sollten sie machen? So schauten sie jeden Tag vom Hafen aus hinaus aufs Meer, ob vielleicht Schiffe kamen, die dann Getreide irgendwoher mitbrachten. Und wirklich, eines Tages, da sah man am Horizont drei Schiffe kommen. Und als sie näher kamen, da sahen sie, es waren Schiffe des Kaisers. Schiffe, die aus Alexandria kamen und nach Konstantinopel zum Kaiser weiterfuhren. Und die Schiffe waren voll beladen mit Korn. So liefen die Menschen zu Nikolaus und sagten, Bischof Nikolaus, hilf uns. Schau, vielleicht laden die Männer uns das Korn ab, dass wir ein wenig Brot backen können. Und da ging Bischof Nikolaus zum Hafen und er sprach mit dem Kapitän und sagte, die Leute haben große Not, bitte lasst uns doch ein wenig Korn abladen. Nein, nein, sagte der Kapitän, das geht nicht, weil der Kaiser wird mich bestrafen, ich muss die Schiffe vollbeladen nach Konstantinopel bringen. Da sagte Bischof Nikolaus, wir machen es so, wenn wir von dem Schiff abladen, dann werde ich dir versprechen, dass nichts, kein einziges Körnchen von dem Schiff weniger wird. Was, sagte der Kapitän, das geht doch nicht. Wenn ein Schiff entladen wird, dann steigt doch das Schiff aus dem Wasser heraus. Ja, sagte Nikolaus, dann mach doch einen Strich unten an der Wasserlinie, dann wirst du sehen, ob sich die Schiffe heben. Also gut, sagte der Kapitän, die Matrosen lachten alle, das gibt's nicht. Also ging der Kapitän hin, ließ sich an einem Strick herunter und machte unten am Schiffsboden außen einen Kreidestrich. Und dann sagte er so, aber die Leute sollen das Korn nur auf den Hafenboden abladen, damit ich sehen kann und es notfalls dann wieder aufgeladen wird. Also schickte der Bischof Nikolaus die Männer von Myra auf das Schiff und sie luden säckeweise das Korn von den Schiffen und schütteten es auf den Hafenboden. Und dann sagte der Kapitän, Stopp, jetzt will ich sehen, ob sich die Schiffe gehoben haben. Er ließ sich wieder herunter, schaute und was sah er? Es war noch so wie vorher. Die Kreidestriche waren genau über der Wasserlinie, also es war kein Korn abgeladen, obwohl das Korn auf dem Hafenboden lag. Ja, wie kommt denn das, sagte der Kapitän, das ist doch nicht normal. Tja, sagte der Bischof Nikolaus, wer mit Gott in Verbindung steht, der kann auch Wunder wirken. Und so fuhren die Schiffe dann trotzdem wieder beladen weiter nach Konstantinopel. Die Menschen in Myra hatten zu essen, es war genug Korn zum Brotbacken da und auch zum Aussäen für das nächste Jahr. Und die Leute sagten, Bischof Nikolaus, Dankeschön. Und darum erinnern wir uns am 6. Dezember, seinem Todestag, immer wieder gerne an diesen Heiligen, nämlich an den Bischof Nikolaus aus Myra.